Okay. Abends sind komisch. So, weiter geht's mit Hotline Miami 2. Hot. Ich hoffe wirklich, dass ich die Papa-Steuer. Na gut, im Zweifel kann ich ihn, glaube ich, auch nachträglich noch holen. Wir gehen einfach mal weiter. Noch sehe ich hier nichts. Oh, da ist ja einer. Wir sehen den richtigen an. Oh. Scheiße. Kann ja was schaffen. Ich nehme hier eine Stelle und dann einfach jeden Baller, der mir in den Weg kommt. Da ist ein paar Baustelle, sehr gut. Ich soll mir eine andere Waffe nehmen, sonst kann ich da wieder nichts anfangen. Manchmal visiert er dann doch den richtigen an, ne? Ist ganz schön. Ich habe den Papa-Stelle übrigens umgenietet gerade. Will nur noch den letzten finden. So, keine Ahnung mal wieder, wie weit das reicht. Ja, toll. Level clear. Sehr schön. Okay, wo ist der letzte Pappaufsteller? Ah, da. Zack. Nuclear Waste. Oder auf Deutsch Atommüll. Atommüll! Um mal, SimCity Run zu zitieren. Okay, das war schon das zweite Level. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt's hier? 15 oder so? Aber die werden halt irgendwann auch lang und scheiße und schwer und unfair. In der V-Boy 18 habe ich auch schon ganz zurück kennengelernt. Dann vor allem unter dem Buff von Mits Fluch-Videos kommentiert. Boah, sagt mir halt auch nix. Funktioniert nicht. Weg mit der Waffe und runter auf den Boden. Sofort. Nicht teasen, ich bin Detective. Hier ist meine Marke. Entschuldigung, Sir. Waffen runter, Jungs. Was ist da denn los? Wir haben Schüsse gehört. Ja, seht euch das mal an. Ist ein Blutbad. Mann, manchmal hasse ich diese Stadt. Stimmt, das war der Detective. Ich war das nicht. Das Spiel ist sehr merkwürdig und verstörend, ja. Ja, alles normal. Alles richtig. Bisch. T. As if. Vielleicht gibt es dann auch neue Videos oder halt nicht. Was war das denn gerade? Aber selbst ist ein Flat Earthler. Den darf man, glaube ich, gar nicht mehr gucken. Okay. Muss viele Stockwerke hoch. Ich gucke, die Zeitung liegt. Nein. Was hier passiert? Schon wieder ein Mord, was? Ja, scheinbar haben sie es mit einem Serienkiller zu tun. Pardo. Ich bin gerade Pardo. Oder Padre oder so, Pepe, wie hier, Kumpel oder so. Dieselbe Nummer wie bei dem Kerl, den wir letzte Woche fanden, mit Botschaft und so. Ich bin unschuldig, ich wurde gezwungen. Ach was, ist ja mal was ganz Neues. Der Kerl ist definitiv ein Psycho, da kann einem Angst und Bange werden. Aber die Presse wird sich natürlich darauf stürzen, verdammte Arschgeier. Bei den ganzen Morden in dieser Stadt wage ich zu bezweifeln, ob sie das überhaupt kratzt. Sie brauchen ja erst ein paar Eimer Blut, bevor sie auch nur einen kleinen Finger rühren. Der Fall ist wohl etwas zu gewöhnlich, keine blutrünstigen Details. Du meine Güte, in dieser Stadt kriegt man echt ein dickes Fell, wa? Damit kam ich schon zur Welt. Habt ihr schon irgendwelche Hinweise? Nicht wirklich. Dem Kerl wurde die Kehle aufgeschlitzt. Keine Spur von der Tatwaffe. Keine Fingerdrücke, keine Zeugen, nichts. Ich informiere sie, sobald es was gibt. Tun sie das. Ich mache mich auf den Weg ins Büro und fange mit dem Papierkram an. Alles klar, gute Nacht, Sir. Ja, mal sehen, wie gut sie wird. Merkst du, die Übersetzung ist besser als im ersten Teil. Die war nämlich ein bisschen schäbig. Nennen wir es so. Okay, Kinder. Ist jetzt zunächst eh erstmal unwichtig, was für eine Meinung jemand hat. Es geht primär darum, was für ein Mensch er ist. Zumal ich davon auch noch nichts gehört habe. Puh, keine Ahnung, wie es so drauf ist. Ich habe den halt nie geguckt. Auch GLP oder sowas nicht. Also Minecraft. Aber ich bin ja auch, ich glaube, ich kam erst später, ne? Wie gesagt, erst so, auch da, wo ich mit Let's Plays anfing, Ende 2011. Auch da ging es erst los, als ich geguckt habe. Ja, kurz vorher kannte ich das ja fast noch gar nicht. Das ist cool.
So, 15. April 1989. Ein paar Jahre vorher. Da rasiert sich gerade jemand den Kopf ab. Den Kopf! Jetzt die Fälle sieht so. Doch, er hat einen. Hat er so einen Stirnband? Ach ja, doch, ich weiß, was der hat. Ich weiß, was er hat. Er hat Probleme. Vor allen Dingen. Guten Tag, hier spricht Erik von Miami Auto Repairs. Ich rufe an, um Sie zu informieren, dass wir mit dem Service fertig sind. Hallo, wer spricht da? Geben Sie mir Ihren Boss. Kommen Sie im Laden in der 12. Avenue Northwest vorbei und holen... Hey, ich rede mit Ihnen. Der mit Abstand beste Service in der Stadt. Klick. Hey, nicht auflegen. Verdammt. Was für eine Unverschämtheit. Muss, glaube ich, eine tiefere Stimme geben, weil er fett ist. Wie geht's euch so? Scheiße. Gut, und dir? I'm fine. Wie das Meme, was im Feuer sitzt, der Hund. I'm fine. Nee, Spaß. Mir geht's ganz gut. Wie immer. 13, Hard News. So, jetzt haben wir hier ja wieder die Schlangenmasken. Lethal Throw, Snail Gun, Inner Warrior, No Weapons. Ja gut, fangen wir wieder von vorne an. Wie sagt jeder einmal nehmen für das Achievement, für die Achievements. Was jetzt, scheiße oder gut? Na, am Montag meine letzte Prüfung für das Semester. Mir geht es scheiße gut. Weiß nicht, wann ich meine erste Prüfung habe. Ich verkacke. Freu mich drauf. Coole Mucke. So, das hat hier so ein bisschen Hotline Miami 1 Stimmung. Geht's denn irgendwo rein? Moin. Er tötet mich, wenn ich hier vorstehen bleibe, ne? Ja. Oh Gott, wie stellen wir das denn jetzt am besten an hier? Ah, am besten so. So. Ich hab... Okay, ich weiß nicht genau, wie das gerade passiert ist. Okay, irgendwo kommt gleich einer angerannt. Scheiße. Ja, es ist gefährlich eigentlich. Ich brauche eine neue Waffe. Das sieht auch mal aus hier, ne? Mit den Gedärmen, die irgendwie raushängen. Halt kein Kopf mehr. Ja, ne? Passiert halt manchmal einfach. Scheiße, dass ich jetzt keine Muni habe, ist richtig ärgerlich. Ich kann aber den hier machen. Bitte kein anderer in dem Raum, bitte keiner. Okay, Glück gehabt. Das Glück ist mit den Dummen. Ha, Alter, der Snipe. Bam. 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 Wieder Combo-Achievements, aber die habe ich schon alle. Oder zu irgendeinem, ich glaube, eins fehlt. Aber. Das ist zu schwer. Floor cleared! Sehr schön. Ich behalte die Waffe mal, die ist gut. Auch ganz gut. Ich fange bald an zu arbeiten. Fan-Treffen in Leons erster Prüfung. Hier arbeiten. Das wird cool. Ich werde auch diese Woche arbeiten. Ich hoffe, ich werde auch Tutor. Ich frage mich immer noch, wie das geht. Wie du sowas darfst. Ist verboten. Arsch. Wo muss ich hin? Bam! Achso, ich muss wahrscheinlich wieder in den Fahrstuhl hier, ne? Der fahrende Stuhl. Piu. Piu. Kran. Bam, 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 bam. Oh oh. Okay, Waffe wechseln. Ah, jetzt habe ich beide weggeworfen. Fuck. Moment. Ha, das funktioniert tatsächlich.
Boom. Und Maxi, ich habe gelesen, Fan treffen wir uns ersten Puff. Dir wird egal. Keine Ahnung, warum du denkst, dass ich das nicht dürfte. Ja, weiß ich nicht, weil du ja nicht ausgebildet bist. Weil es ist halt irgendein Fake-Tutor-Kram. Ich glaube, das ist das letzte Mal schon beantwortet, aber ich habe es wieder vergessen. Weil es mir so egal ist. Ach, schön. Erstmal meine Zuschauer beleidigen. Das. Ah, ich bin so dumm und scheiße. Oh. Aber das war auch dumm. Aber ich hab's gerettet. Piu. Uiuiui, er schießt mich nicht. Ich bin voll mit Schoki. Oh, er hat mich gesehen. Ich gehe wieder wunderbar mit meiner Munition um, möchte ich behaupten. Lalalalala. Bin ich beleidigt, tschüss. Ich war was angerichtet. Es tut mir leid. War nicht so gemeint, obwohl. Der hat, doch, der hat sogar eine Waffe. Komm mal jemand vor die Tür, das wäre super. Tatsächlich. Hihi. Hihihihi, Idiot. Hihihihi. Bam, 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 bam. Ist der letzte? Nein. Okay. Okay, jetzt nur noch da drin. Ist immer ganz schön, dass man die Tür aufstoßen kann und sie es nicht checken. Level clear. Okay. Ah! Ja. Da habe ich mir den Kopf weggeschossen, ne? Das kann schon mal passieren, wenn man sich mit mir anlegt. Auch wenn ich nicht mehr mit mir angelegt habe, sondern ich dazu gezwungen werde, dass ich das gerade tue. Aber das ist ja was anderes. So. Schwupp. Ach ja. Oh nein, ich habe zu wenig Score. Frage ist, wie absolut übertrieben brutal das Spiel ist, ja. Was passiert da? Ich kann es nicht genau deuten. Ach, jetzt kann ich es deuten. Hallo, willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Tattoo. Verstehe. Haben Sie an was Spezielles gedacht? Ich habe an ein Herz gedacht. Hier auf der Schulter. Alles klar, mal sehen. Okay, wie wäre es nächsten Freitag? Ist 14 Uhr okay? Freitag? Wie meinen Sie das? Jetzt gleich geht's nicht? Es muss heute sein. Heute ist ein spezieller Tag. Ich habe was zu feiern. Sorry, Meister. Ich kann nicht... ist nicht drin. Wir sind total ausgebucht. Und tatsächlich, was für ein Laden ist das denn hier? Du hast gerade einen Kunden verloren, du russisches Arschloch. Wie Sie meinen... Top 10 Videogame Scenes ever. Wir sind hier. Ich möchte jetzt unseren nächsten Showgast willkommen heißen. Man kennt ihn zum Beispiel aus den von Kitty in den höchsten Tönen gelobten Filmen Blauer Ozean, Die Stille und Land der Bäume. Hier ist Martin Brown. Hallo Martin, wie geht's? Alles bestens. In ihrem neuesten Film betreten sie gewissermaßen Neuland. Das hat viele überrascht und manche meinen, mit ihrer Karriere sei es vorbei. Was sagen Sie dazu? Eine Karriere vorbei? Wie meinen Sie das? Naja, manche Leute sagen, Midnight Animal sei bloß weiterer Slasher-Müll. Das sehe ich ein wenig anders. Ich wollte den Film schon seit grauer Zeit machen. Kinder töten, sie strangulieren, Schädel zu Brei schlagen, Augen rausreißen, sie einfach in Todesangst schreien hören. Nun komme ich endlich dazu. Okay. Schauen Sie mich nicht so an! Wie bitte? Verstehe, das ist ein Traum, richtig? Was meinen Sie? Na, das alles ist bloß ein Traum, richtig? Ich kann nicht ganz folgen. Okay, halt mal. Sie denken, das ist ein Traum? Vielleicht wäre es dann Zeit aufzuwachen. Wer sind Sie? Wer ich bin? Jedenfalls nicht der, der hier interviewt wird. Ich bin hier wohl eher der, der die Fragen stellt. Dieser Film, den Sie drehen, wie endet der eigentlich? Am Ende gibt es eine überraschende Wendung, wird Ihnen vermutlich weniger gefallen. Und allen anderen wohl auch nicht. Vielleicht sollten Sie die Vorstellung verlassen, bevor es zu spät ist. Nein, eher nicht. Anderen Leuten Leid zuzufügen, macht Ihnen großen Spaß, nicht wahr? Ist doch bloß ein Film. Bloß ein Film, ja? Tja, so kann man es auch sehen. What the fuck?
wieder gerade gemacht? Ist er jetzt wirklich weg? Ich glaube schon. Super Line Bugs, komm heim. Oh. Telefon, Telefonmann. Als der Pig Butcher das Verhörzimmer betritt, beginnt das Mädchen zu schreien. Der Polizist neben ihr fällt von seinem Stuhl und verlässt sich am Kopf. Sie will uns entkommen, doch der Pig Butcher schnappt sie beim Arm. Er zwingt sie zu Boden. Sie schreit, als er... Ja, den Rest haben wir gesehen am Anfang. Sieht aus, wären die Polizei hier. Das Mädchen hat dich wohl verpfiffen. Feuer ihr Messer ohne Widerrede. Sie werden sich zu bringen. Das willst du doch, oder? Kein Schritt weiter! Wir nehmen sie hiermit fest. Sie werden jetzt mit uns kommen. Wir bringen sie aufs Revier. Verstehen Sie, was ich sage? Fourth scene. Final cut. Das Blut. Wir wissen, was du im Schilde führst und dafür wirst du bezahlen. Das Mädchen ist oben und legt soeben ein volles Geständnis ab. In Kürze werden sie runterkommen und sich dann dir widmen. Bis dahin wirst du mit mir Vorlieb nehmen. Ich würde dich ja gerne fragen, warum du getan hast, was du getan hast, aber du weißt ja nicht mal, wer du bist, oder? Sieh dich bloß an. Du bist im Arsch. Völlig im Arsch. Krank im Kopf. Stimmt's? Warum würde einer sonst so eine Maske tragen und Kinder umbringen? Das Telefon. Es klingelt. Gehen Sie doch mal ran. Ich sag's nochmal, da ist kein Telefon. Ich sehe kein Telefon und ich höre auch keins. Kapiert? Das gibt's bloß in deinem Kopf, verstehst du? Du bist verrückt. Geisteskrank. Und schon bald wirst du für deine Verbrechen bezahlen. Das Telefon. Wollen Sie nicht rangehen? Mit dir zu reden bringt genauso 0, nichts. Du weißt, was zu tun ist. Du siehst nicht mal her. Er sieht nicht mal her, als ob er möchte, dass du ihn umbringst. Oh. Was? Floor cleared. Okay, Mann. Er betet über der Toilette. Würde ich sonst auch nirgendwo machen, außer bei der Toilette. Wird kein besserer Ort ein. Okay, wie gehen wir denn hier jetzt am besten vor? So schon mal nicht. Moment. Scheiße. Okay, der hält sogar mehrere Schläge aus, habe ich gerade gesehen. Scheiße. Ja. Ich glaube, in dem Level damals hing ich schon echt lange. Da ging es dann so los, dass ich ein bisschen echt überlegen musste, wie man das hier am besten macht. Okay. Alter. Nein! Max ist weg und er wird nicht wiederkommen. Ich habe ihn vergrault. Oh. Streaming-Lex, ach so. Richtig. Deswegen habe ich gerade einmal auflegen gedrückt. Deswegen hast du den Anruf nicht entgegengenommen. Absolut korrekt. Achso. Gott! Hat er noch was geschrieben? Irgendwas war da. Keine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Oh Gott. Du bist auf meiner Blacklist. Alles klar. Nimm die Waffe. Du Dödel. Oh, wie die Wuppe, Alter. Wie er schießt. Waff. Double Kill. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe den Kopf abgetreten. Kann man halt immer machen, finde ich.
Nein, der war. Oh nein, der andere war gerade in der Mitte. Ist eigentlich perfekt. Ich hab ihn. Doch, ich hab ihn. Oh, jetzt seid ihr da reinliegen oder daneben. So, ne? Well, why not? Jetzt ist irgendwie eine blöde Situation, möchte ich behaupten. Auf an zu visieren. Okay. Was? Hey, ja, Leute, töten macht Spaß. In diesem Spiel natürlich noch. Ne? Ist ja wohl. So. Das Remix auf den Follow Button gedrückt. Hast du Milhouse gesehen? Der war wunderschön. Okay, nur noch der? Ja. Okay. Floor cleared. Geil. Eigentlich mag ich ja echt diese AKs mittlerweile am liebsten, war, aber davon hat keiner eine gehabt. Ja, machst du halt nichts. Ist ja gar nicht family friendly. Bleib hier drin und du bist sicher. Ich sehe nach, was da los ist. Öffne die Tür erst, wenn ich zurück bin. Ganz eng gleich, was passiert. Ja, vielleicht sollte mal erwähnen, dass das Spiel übrigens ab 18 ist. Nein, ich glaube, hier habe ich damals die Combo geschafft. Die größte oder die. Zumindest irgendeine. Hilfe! Stress! Ah, scheiße! Ist der Dicke. Du hast ihn. Ich kann nicht hinsehen. Dann für ein Scam hier. Oh, war ja. Hier rennt so ein fetter Typ rum. Ich hab Angst vor dem, um ehrlich zu sein. Moment. Ich hätte einfach. Ich bin dumm. Ich bin scheiße, dumm und hässlich. Scheiße. Ah, wie hat der das überlebt? Ah, ja, ja. Hä, wieso überlebt er das eine immer? Ich baller ihm voll mit Schrot zu, Alter. Das kann er gar nicht überleben. Mal. Arsch. Komm, geh nach oben oder so. Nee, du kommst mir nicht ins Haus. Noch nicht. Big and bigger, biggest dreamer. Ich weiß auch, dein Traum mit war. Was auch immer. Ja. Das hat ja immer wieder wunderbar funktioniert an dieser Stelle. Du Arsch. Dann eben so, ey. Oh, was hast du jetzt davon? Die Gebäude ist zu krass für mich. Ah, so funktioniert das. Wow, alles klar. Ja, ne? Dezent, würde ich behaupten. Dezent den Kopf rausgerissen. Ich glaube, da links ist nicht irgendwo einer. Nee. Ich war schon, dass man in dem Spiel auch mit Schrot auf 3 Kilometer Entfernung töten kann. Das ist sehr angenehm, doch. Vereinfacht ein paar Dinge ungemein. Das war aber riskant.
Das war aber auch riskant. Nein, das ist so ein Vetter, ne? So ein anderer Vetter hier. Okay. Get Keys. Aha. Und nicht von hier. Nein. Oh, die Folge ist auch wieder längst vorbei. Ups.